Seit den März-Tiefs geht es ja eigentlich ungebrochen nach oben, mehr oder weniger ungebrochen nach oben für die Aktienmärkte. Aber jetzt droht dieser Aufwärtstrend zu kippen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst startend mit einem kleinen Rückblick auf den gestrigen Tag. Was war da los? Was ist da passiert? Und die Hauptnachricht war vielleicht das, was hier Covid Tracking Project sagt, nämlich wir haben einen Rekord für neue Fälle in den USA erreicht, fast 39.000. Wir sehen also, dass hier diese Kurve alles andere als nach unten geht in den USA. Und das sind die News, das sind die Nachrichten, die die Märkte irgendwie schocken. Das ist das, was die Märkte beeindruckt. Hier eben vielleicht mal eine kurze Aufstellung, vor allem die Fälle aus Kalifornien, die über 7.000 gestiegen sind. Wir haben dann in Texas 7,3% Anstieg in Hospitalizations, also Leute, die ins Krankenhaus kommen. Florida 5,3% Anstieg, auch deutlich über dem Durchschnitt, der sonst der Fall ist. Wir haben New York, New Jersey und Connecticut, die Besucher aus diesen Regionen, die besonders vom Coronavirus in den USA betroffen sind, quarantinieren wollen. Und wir haben Apple, das 7 Läden in und in der Umgebung von Houston, Texas, schließen will. Das heißt, wir sehen, dass wieder diese Lockdowns passieren. Zunächst mal Geschäftsschließungen, möglicherweise eben auch Lockdowns in ganzen Regionen. Wir haben zum Beispiel gestern hier in Florida gesehen, dass alle Einwohner von Florida hier diese Push-Nachricht auf ihr Handy bekommen haben, wo ihnen gesagt wird: Tragt bitte Mundschutz, vermeidet Menschenansammlungen, verhaltet euch vernünftig, etc. etc. Also, das zeigt, dass die Lage in den USA ernster wird, dass die Leute das ernster nehmen, dass die Behörden das inzwischen sehr ernst nehmen. Wir haben ja die Situation, dass in Houston fast keine Intensivbetten mehr etwa zur Verfügung stehen, Houston, Texas. Und damit wird die Situation nicht weniger dramatisch. Das ist das, was die Aktienmärkte eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt hatten. Da hat man sich gesagt: Okay, wir haben diese Pandemie, die wird dann abebben. Im Sommer ist die Geschichte vorbei. Vielleicht kommt dann was im Herbst. Auf jeden Fall wird sich die Wirtschaft V-mäßig erholen. Und man liest dann zum Beispiel solche Dinge wie gestern der IFO-Index, Rekordanstieg beim IFO-Index. Ja, schön und gut, nur muss ich mal gucken, wo der Index jetzt insgesamt steht im Vergleich zu dem Vorjahr, dann sind wir eben weit tiefer. Natürlich haben wir hier Hoffnung eingepreist, und das zeigt sich in allen Umfragen. Die Hoffnung ist groß, aber wird die Realität diese Hoffnung bestätigen? In den USA scheint das nicht der Fall zu sein, und die USA haben eine riesige Fallhöhe, sowohl was ihre Wirtschaft betrifft, die ja extrem auf Dienstleistungen orientiert ist, oder was vor allem ihre Aktienmärkte betrifft. Das ist ja selbstredend. Schauen wir uns zunächst mal die Staaten an, die viel zum BIP der USA beitragen. Da haben wir Kalifornien 14,6%, dass er derzeit stark betroffen ist. Texas 8,8%, extrem stark betroffen. Florida 5,1%. Also das sind schon Schwergewichte. Da haben wir alleine schon fast ein Drittel durch diese drei Staaten des Bruttoinlandsprodukts. New York ist jetzt deutlich abgeflaut, 8,1%. Aber es sind also nicht unwichtige Staaten, in denen das der Fall ist. Und interessant ist gerade in Sachen Kalifornien, dass wir eine auffällige Häufung von Infektionen bei der LA-Polizei haben, also bei den Polizisten in Los Angeles. Und das bedeutet, dass möglicherweise hier diese Demonstrationen, diese Ausschreitungen hier ihre Spuren hinterlassen und dass man hier doch durchaus sieht, dass das, was da passiert ist, jetzt zu solchen Anstiegen eben führt in der Infektionsrate. Das ist auf jeden Fall durchaus auffällig. Und nochmal immer wieder das Argument gebracht: Ja, es wird ja mehr getestet. Natürlich wird jetzt mehr getestet in den USA, aber wir sehen, dass die Zahl der Infektionen hier in Kalifornien, in Missouri, in Texas, in Oklahoma, in South Carolina, in Florida, vor allem in Florida, dass die Zahl der Neuinfektionen deutlich schneller steigt als die Anzahl der Tests. Es sei einfach mal gesagt. Jetzt aber hatte Donald Trump ja bei einer Rede in Tulsa, als er in dieser Halle sprach, die durchaus ja mäßig besetzt war, hat er ja gesagt: Ja, wir testen ebenso viel. Die USA sind nicht Nummer 1 in Sachen Tests auf 1 Million Einwohner, liegen aber doch relativ weit vorne. Wir testen so viel und die Zahlen sind so hoch, weil wir eben so viel testen. Wir sollten vielleicht weniger testen. Und jetzt macht man scheinbar ernst und wird offenkundig die Gelder jenen Unternehmen entziehen, die solche Tests machen. Das heißt, das ist dieses Programm eines kleinen Kindes, das sich sagt: Ja, wenn ich mir die Hände vors Gesicht halte, dann sieht mich auch keiner.
Also die Lösung von Donald Trump könnte jetzt sein, naja, dann testen wir halt nicht mehr, dann hat sich das Problem schon irgendwie erledigt. Das ist durchaus kreativ, könnte man sagen. Interessant ist, dass die Zahl der Fälle zwar steigt, auch in den USA, dass die Leute aber immer jünger werden, die hier betroffen sind. Wir sehen, als die ganze Geschichte anfing, war das Durchschnittsalter 65, dann 58, 54. Es geht immer weiter runter. Hier hatten wir nochmal Ende April hier ein Durchschnittsalter von 52. Jetzt geht es runter auf 35. Es sind also die Jungen, die sich vorwiegend infizieren. Das ist wohl dann auch eine Erklärung, warum die Todeszahl nicht wirklich steigt, weil die Jungen eben weniger schwach sind, weniger stark sozusagen unter dieser Epidemie dann wirklich ernsthaft leiden und damit versterben. Und gleichwohl dürfte auch die Todesanzahl bald steigen. Nikolas hat mir diesen Chart heute Nacht geschickt und der hat mal hier verglichen, Dow gespiegelt gedreht. Man muss sich den Dow also hier genau andersrum vorstellen, dass das doch eine auffallende Ähnlichkeit mit der Todeszahl in den USA hat. Und hier eben sehen wir, dass die Fälle nach oben gehen, deutlich nach oben gehen, die Coronavirus-Fälle, sodass eben hier diese Bewegung weitergehen könnte nach unten. Das ist auch seine These. Die Fälle laufen vor. Das heißt, wenn diese ansteigen, steigen mit Verzögerung auch die Toten an. Der Dow sollte entsprechend weiter deutlich fallen. So meint Nikolas. Sie müssen das natürlich nicht meinen. Sie können total long gehen. Aber der Dow ist inzwischen doch aus seinem Aufwärtstrend rausgekippt, den er seit März hat, seit dem März-Tiefs. Das ist ja das Thema auch dieses Videos, dass jetzt die Aufwärtstrends in Gefahr sind. Wir wollen uns gleich dann in den Charts mal anschauen, wie das aussieht auf Tagesbasis. Interessant auch, dass wir gestern beim Nasdaq 100 keine einzige Aktie hatten, die im Plus war. Das gab es zuletzt vor genau etwa einem Jahr. Dann haben wir natürlich auch diese immense Diskrepanz nach wie vor zwischen Corporate Equities, also zwischen den Gewinnen der Unternehmen und den Indexständen der Aktienmärkte. Wir sehen, lange Zeit ist das immer gleich gelaufen. Dann kam die Dotcom-Blase. Aktienmärkte laufen viel weiter, als die Unternehmensgewinne es hergeben. Dann kommt wieder diese Rückkoppelung. Man läuft weitgehend parallel. Es geht rauf, es geht runter. Und hier im Jahr 2012, da beginnt diese Entkoppelung. Da gehen die Unternehmensgewinne in den USA nur noch seitwärts. Jetzt gehen sie naturgemäß runter, aber die Aktienmärkte gehen nach oben. Das Jahr 2012 scheint hier sozusagen der Trigger gewesen zu sein für diese Bewegung. Einer der Gründe, warum die Aktienmärkte gestern vielleicht auch Schwierigkeiten hatten, war, dass Joe Biden in Umfragen verschiedener Institute deutlich vorne liegt. Jetzt sagen die Trump-Anhänger, alles Fake News, das sagen sie jedes Mal. Bei einer Umfrage, die Trump deutlich vorne sieht, würden sie es dann eher nicht sagen. Lasst uns doch einfach mal die Umfragen nehmen, wie sie sind. Ja, die hatten sich geirrt 2016. Aber damals war eben auch eine andere Situation mit Hillary Clinton, die nicht gerade populär war, mit einem Donald Trump, den man noch nicht so richtig einschätzen konnte. Jetzt wissen die Amerikaner, was sie an Donald Trump haben. Die große Frage wird sein, werden etwa die Schwarzen, die Afroamerikaner, zur Wahl gehen? Hier mal eine Grafik, die zeigt, wo praktisch ziemlich sicher ist, dass die Demokraten gewinnen. Das sind die dunkelblauen Staaten. Die dunkelroten sind praktisch sehr sicher in Hand der Republikaner. Und je weniger intensiv die Farben hier werden, umso weniger klar ist das Ergebnis bis hierhin, wo man sagen kann, naja, so ein Staat wie Florida zum Beispiel oder auch North Carolina, da kann das passieren oder das passieren. Und das sind dann die entscheidenden Staaten, die letztendlich bei der Wahl den Ausschlag geben werden. Schauen wir uns mal an, was heute zu erwarten ist in Sachen Konjunkturdaten. Da haben wir das BIP, letzte Veröffentlichung aus den USA für das erste Quartal. Interessanter wird natürlich das zweite Quartal, aber hier sehen wir, heute sind auch die Erstanträge dran, zuletzt 1,5 Millionen, etwas über der Erwartung. Und was entscheidend ist, nach meiner Auffassung, die Continuing Claims gehen nicht nach unten, liegen nach wie vor über 20 Millionen. Letzte Woche 20,5 Millionen, jetzt Erwartung 19,8. Um und bei den Erstanträgen Erwartung 1,3 Millionen. Warum gehen die Continuing Claims nicht runter? Wohl, weil die Amerikaner überhaupt keinen Anreiz haben, zur Arbeit zu gehen, denn 68%, so eine Studie der University of Chicago, verdienen eben mehr Geld jetzt, wo sie arbeitslos sind, durch die Zuwendungen des Staates und der Bundesländer als in ihren Jobs zuvor. Das heißt, solange diese Situation da ist, und die wird bis 31. Juli der Fall sein, dürften auch die Continuing Claims nicht nachhaltig fallen. Jetzt sind schon einige Vorschläge von Republikanern auf dem Tisch, die sagen, wir zahlen den Leuten 1.300 oder 1.400 Dollar, dass sie wieder zur Arbeit kommen. Es ist so verrückt,
ist diese Welt. Abschließend vielleicht noch in Sachen Handelskrieg, da sehen wir, dass das Pentagon eine Liste von Firmen erstellt hat, von chinesischen Firmen, die mit dem Militär in irgendeiner Form verkuppelt sein soll, und die will man auf eine Sanktionsliste setzen. Da sind Huawei dabei, HiK Vision, China Mobile und andere Telekommunikationsfirmen. Und Navarro hat heute gesagt, dass am 15. Juli, also in gute 2 Wochen, dann nochmal ein Rückblick gemacht wird, ob die Chinesen ihre Kaufzusagen in Sachen Landwirtschaftsprodukte auch wirklich erfüllen. Und wenn nicht, dann könnte man gleich wieder Zölle einführen. Das sind doch wunderbare Perspektiven, meine Damen und Herren. Und damit schwenke ich jetzt über zu die Charts. Was wir hier sehen, sind alles Tagescharts. Das heißt, größeres Zeitfenster. Hier sehen wir den leichten Abverkauf, dieses kurze Unwohlsein der Bullen. Dann kam dieser starke Anstieg. Dann der Rücksetzer hat hier den Aufwärtstrend gehalten. Und dieser Aufwärtstrend ist beim DAX, ist bei anderen Indizes jetzt durchaus in Gefahr. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, 3044. Wir sehen, dass wir hier dieses Hoch gemacht haben, dass wir dann versucht haben, diese Zone im Bereich 3155 nochmal zu überwinden, was nicht gelungen ist im ersten Anlauf. Die Frage ist, brechen wir jetzt unten weg? Das ist eben jetzt die Gretchenfrage. Hier sehen wir jedenfalls, dass wir tiefere Hochs machen, dass also die Anstiege hier immer wieder mit diesen Dochten geendet haben. Also der Markt nicht bereit war, hier wirklich weiterzulaufen. Schauen wir uns mal an, was der Nasdaq machte. Der ist bullischer. Hier sehen wir, dass der Aufwärtstrend hier noch nicht wirklich komplett zur Disposition steht. Zumindest wenn wir hier den Aufwärtstrend beginnen lassen im März. Wenn man hier diese Linie ziehen würde, könnte es schon ein bisschen anders aussehen. Was machte Gold? Das ist der Euro-Dollar, wie Sie jetzt unschwer erkennen können. 1,1239 kommt weiter unter Druck. Wir hatten ja Dollarschwäche im Rahmen auch der Rallye der Aktienmärkte. Wenn die Aktienmärkte wieder risikoaverser werden, dann dürfte eben auch der Dollar stärker werden. Und das könnte auch für Gold Schwierigkeiten bedeuten. Da hatten wir gestern ein neues 8-Jahres-Hoch, aber es wird jetzt die Luft doch durchaus ein bisschen dünner. Wir sehen Crude Oil bei 37,75, die Charts von Capital.com. Und wir haben die unglaubliche V-Erholung der Wirecard-Aktie. Das ist wie in der Wirtschaft, ein klares V. Man muss halt nur genauer hinschauen, meine Damen und Herren. Ich ermuntere Sie, hier ein V zu erkennen. Die Aktienmärkte haben es lange erkannt, und die sind ja bekanntlich die schlauesten Märkte im Vergleich zu den Anleihenmärkten und so. Die wissen immer schon früher Bescheid und irren sich ganz selten. Das soll es also erstmal gewesen sein. Der Aufwärtstrend steht jetzt in Gefahr. 14:30 wird wichtig. Arbeitsmarktdaten, BIP aus den USA. Das dürften die entscheidenden Trigger in Sachen Daten werden. Ansonsten eben natürlich die Zahlen zu den Coronavirus-Infizierten, vor allem aus Florida, vor allem aus Kalifornien, vor allem aus Texas. Das werden die heißen Bundesstaaten sein, in denen hier die Zahl sehr, sehr genau beobachtet wird. Das ist sozusagen jetzt das große Thema, ist, dass die Amerikaner aus dieser Corona-Krise überhaupt nicht rauskommen. Und das wird massive Konsequenzen für die Wirtschaft und für die Unternehmen haben. Und dementsprechend könnte man sagen, dass die Aktien ein bisschen pricey sind, ein bisschen teuer sind. Aber das ist natürlich alles nur ein subjektiver Eindruck, meine Damen und Herren. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren sonnigen Sonnentag und sage Ihnen Servus und